Ich bin ein guter Schüler. Kennedy wird an der Seite seiner schönen Frau in Dallas erschossen. Und wir müssen in Gruppe ins Kino gehen, uns nackt unter Wölfen ansehen und hinterher sagen, wie wir den Film finden, in dem ein Kind von KZ-Häftlingen vor den Nazis in einem Koffer versteckt wird. Und ich sage das gerne in diesem Zusammenhang, denn ich bin da bereits beinahe 11 Jahre alt und im gleichen Jahr steht plötzlich ein Mann vor mir im Kinderheim, von dem es heißt, er erhole mich aus ihm heraus und er nehme mich mit zu sich nach Hause und ich habe dann bei ihm mein neues Heim, das mein Zuhause werden wird. Wie er sagt, habe ich mich erst mal dran gewöhnt, kein Paradieskind mehr zu sein, wie er das Leben zuvor im Kinderheim nennt, und führt mich in eine vollkommen andere, nicht zuvor gekannte Welt ein. Ich nenne ihn Opa, obwohl er ja nicht wirklich ein und schon gar nicht mein Opa ist. Also mein Opa, den ich mein Opa nenne, ist Böttcher vom Beruf. Also er war es, als ich zu ihm kam. Es klopft, wer ist denn das? Das ist der Böttcher, der macht ein Fass und geht dabei ums Fass herum und schlägt auf den Reifen. Bum, bum, bum. Und fertig ist das Fass. Das Fass, ja, ja, mein Opa hat in seinem Leben unzählige Bottiche, Fässer, Wannen, Blumentöpfe, Pötte und auch schöne Saunaschöpfkellen hergestellt. Aber mein Lieblingsstück in seiner Werkstatt ist ein Fass und in ihm ein richtiger Plattenspieler eingebaut, sein Meisterstück. Er mag die Beatles, er spielt mir alle Titel auf dem Plattenspieler vor. Ich lerne Can't Buy Me Love, Twist and Shout. She loves you, I wanna hold your head, please, please me. Und all diese Lieder lerne ich in seiner Werkstatt kennen, tanze zwischen der Bandsäge, dem Hobeltisch, Kanthölzern, Kupferringen, auf einem Fußboden voller Späne zur Musik, die sie in der Schule leider und auch im Kinderheim immer Feindmusik schimpfen. Die Werkstatt ist inzwischen verwaist, eingestaubt, er hält sich immer weniger in ihr auf, der sitzt dann da und schweigt. Er sagt, er schweigt nicht, er rede nach innen, es ist nur nicht zu hören, sagt er. Und nimmt ein Holzstück zur Hand und streicht mit seinen Fingern über es hinweg. Streicheln nennt er das. Und dass seine Finger Streichler sind. Hände nennt er Greifer. Unser Leben heißt bei ihm, waren hier oder ist alles nur kurzes Verschnaufen auf Erden. Menschen sind bei ihm Erdlinge. Er sagt nicht Buchstabe zum Buchstaben, sondern Sprechstabe. Wir reden in unserer Spreche und die anderen in ihren Sprechen, den Fremdsprechen. Er sagt zum Wort nicht Wort, sondern spricht man so. Und Schreiben, also wie ich es über Jahre hinweg praktiziere, ist für ihn Kritzelei. Ist hilfreich, sagt mein Opa, die Dinge des Lebens mit eigenen Begriffen zu beschreiben. Dann weiß man, worüber man spricht und muss nicht alles nachplappern. Und ich übernehme manches, spricht man so von ihm, ist mir etwas unheimlich oder nur durch ihn bekannt geworden. Von wo du kamst, sage ich manchmal, wie er zum Kinderheim, aus dem er ja mich herausgeholt hat. Nicht gerade ein Paradies, sagt mein Opa, wenn man andere Paradiese kennt. Und sie hätten mir in diesem Paradies ja nur die Kinderheimspreche beigebracht. Das hätte fürs Kinderheim ausgereicht, um dort zu bestehen. Nun aber sei ich darauf angewiesen, mich an neuen Worten zu bereichern, wie ein Pirat, wo es einzurichten ginge, zuzulangen, meinen Sprechschatz zu vermehren. In unserem Bienenstock, wie er das Heim manchmal auch nennt, hieß ein Mädchen immer nur Mädchen und eben nicht Bienchen, summ, summ, summ. Zu Mädchen höre ich ihn jetzt aufzählen, kann man eine Menge andere Worte sagen. Biene, Schnecke, Dern, Weibsbild, Mädel, Göre, Backfisch, Hexe, Zuckepuppe, Krabbe. Und für die Jungen wie für mich hat er ja auch ganz verschiedene andere, spricht man so parat. Ich bin mal bei ihm Filius, Sportsfreund, Bube, dann Hauding, Knabe, Hosenmatz, Scheißerchen, Bursche, Bursche, Funskerl, Lausbub, Bengel, Knirz, Steppke. Und Eltern sind bei ihm entweder die Alten oder Erziehungsberechtigte. Und eine Mutter heißt bei ihm, die dich geboren
Und der Vater heißt Erzeuger, Stecher. Eine Frau ist für ihn ein Hingucker mit schönen Augen, die er Pupillenschwenk nennt. Und zum Mund sagt er Hauchhöhle. Wangen sind bei ihm Tätscherle, Lippen bleiben komischerweise Lippen. Küsse werden Schmatzer genannt, Arme sind Schlenker, Beine starken, Füße tapsen, der Bauch ist eine Kuhle oder Beule, manchmal auch Bauch, Bauch auch. Und zum Hintern sagt der Podex, Popo, Arsch, allerwertester. Und der Rücken ist bei ihm ein Buckel und der Kopf sitzt beim Menschen oben auf und heißt deswegen auch oben auf. Also manchmal Hirnbeule, Gedankenbrutkasten, hohle Birne mit Zotteln dran, sprich Haaren bewachsen. Und Freundschaft ist für ihn nur Bandeln. Liebe, ich, du, aus dem ein Ich, du, wir werden kann. Aber die Ehe ist bei ihm das große Wir-Ding und alles davor tut er mit Mächteln ab. Mächteln ist übrigens sein Lieblings, spricht man so. Zukunft ist für ihn, erlebe ich nicht mehr. Und die Zeit? Ach, die Zeit rennt uns allen davon. Deswegen heißt die Zeit einfach immer nur Zeit. Lucretia bleibt im Heim zurück, während ich bei diesem Mann lande, der von sich sagt, dass er meine Rettung ist und wir können beides nichts dagegen tun. Ich treffe mich mit Lucretia so oft es geht und sie sagt immer wieder, ja, du bist jetzt ein Stadtkind. Das ist jetzt der Unterschied zwischen uns. Aber er ist doch nicht mal mein Vater, das ist doch nicht mal mein Opa. Er will doch nur, dass ich zu ihm Opa sage, weil, warum weiß ich auch nicht, warum weiß ich auch nicht, alle nennen ihn Opa, alle sagen zu ihm Opa. Da ist keine Person ums Herum, die ihn beim klaren Namen Gottfried kennt. Namen sind doch Schall, Namen verwehen im Raumrauch, sagt Lucretia. Lucretia, auch wenn ich sie hier in diesem Buch so nenne, heißt auch nicht Lucretia. Lucretia lässt an Krähe denken, Lulu an Lulu, Lulu an Lulu. Und ich gebe vielen Mitmenschen in meiner Umgebung gerne Namen, die besser zu ihnen passen. Also wenn einige von ihnen wüssten, wie sie bei mir wirklich heißen, es würden sogar Fäuste fliegen. Aber das habe ich von meinem Opa übernommen. Also der Briefträger hieß noch harmloserweise Mützenschweiß, der Koch Mundschwenk und der Polizist Dumpfbacke. Nicht verwandt mit ihm habe ich aber etwa die Statur von meinem Opa, also auch die Frohnatur und auch die Lust am Fabulieren. Mein Opa ist ja nicht bloß eine Art Übervater, sondern er ist der erste Mensch und der erste Mann für mich, der für mich einsteht, sorgt, als er da ist. Aber nackt, ja, nackig, also mit, wie man das mit dem echten Vater oder wie man sich das auch mit der echten Mutter vorstellt. Also ein Kindchen zwischen beiden in der Badewanne, so mit Schaum auf dem Kopf. Also so sehe ich mich und meinen Opa nicht baden. Ich kannte ihn immer nur in seiner Sitzbadewanne voller Schaum, wenn Samstag war und ich nach ihm dran war. Ich kann mich auch gar nicht so richtig zu ihm zugesellen und schon gar nicht ankuscheln, also wie ich es vielleicht gern oft früher als Kind gemocht und gewollt hätte. Aber er nimmt mich auch niemals Huckepack, also den Hügel empor zum Beispiel. Macht er nicht. Und er hat mich auch nicht von der Brücke aus ins Wasser geworfen, dass ich schwimmen lerne, weil er zu mir, und das stimmte, sagte, ja, du bist doch schon ein guter Schwimmer.